Willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde, zu Dying Light 2 Stay Human. Wir müssen hier ein Kraftwerk wieder anschließen, ein Umspannwerk. Und hier die Zahlen miteinander verbinden. Wir suchen jetzt noch die rote 3. Ich weiß, die ist hier oben drüber. Und ich denke mal, wir müssen den kürzesten Weg wieder nehmen. Und dieser Lüftungsschacht ist sicher nicht umsonst hier, oder? Gut, von hier kommt man nicht nach oben. Dann gehe ich mal davon aus, dass doch... Wobei, nee, oder? Ach, leck mich doch an. Wobei, ich versuche es jetzt nochmal. Ja, es, doch, es reicht. Es reicht. So, jetzt müssen wir nur noch die grüne 1 und die rote 1 verbinden. Ja, das wird einfach. Aber ich möchte trotzdem erstmal den Hemmstoffbehälter haben. Also, es interessiert mich jetzt schon, wie ich an das Ding rankomme. Ich denke wirklich, ich werde aber den Strom den freien Leuten hier geben. Weil ihr erinnert euch vielleicht vor 2 Parts, da hatten wir doch diese Stelle, an der sie sich so drüber gefreut haben. Oh, guckt mal, der Strom ist wieder da. Das erste Mal seit 15 Jahren, dass wir hier Strom sehen. Ja, da oben drüber. Ich habe mich also von innen verschlossen. Naja, zumindest bin ich auf der richtigen Ebene. Hm? Aber... Hm? Also da drüben ist auch eine Tür. Weiß nicht, von wo die da hinführt, aber... Also sie wird wohl da... Ja, hm... Kommt man hier nicht? Ja, genau. Genau. Wir waren doch vorhin da oben. Also im letzten Part. Mäh. So kommen wir auch nicht rein. Das ist jetzt, ja, wie lösen wir das? Die Tür ist ja von innen verriegelt. Ja, schön, ich sehe ihn noch da vorne, aber wir müssen ja irgendwie... Da sehe ich wieder irgendeine offene Tür. Und wo eine offene Tür ist, ist auch irgendwo ein Weg. Nee. Ah, ich verstehe, Fahrstuhl. Ich muss erst den Strom angeschaltet haben. Und wenn wir den Strom angeschaltet haben, dann können wir das hier regeln. Och, leck mich doch. Kack doch eine Korinthe zu viel. Ich habe es eingesteckt. Was jetzt? Aktiviere die Steuereinheit. Die ist im Kontrollraum. Schon unterwegs. Was sind das für Audio-Lags, die ich auf einmal habe? Die hatte ich noch nie. In keiner der Versionen. Okay, na dann, vielen Dank.
Ja, und jetzt können wir den Fahrstuhl bedienen und dadurch kommen wir auch an den Helmstoffbehälter. Ja, super. Hat ja doch noch alles geklappt. Wenn sie eine Aktivität abgeschlossen haben, verschwindet die gesamte Beute am jeweiligen Ort. Also hätte ich das alles noch erst einsammeln müssen. Also wenn hier noch irgendwelche Kleinigkeiten sind. Ja, okay. Hier und da ist noch ein bisschen was. Es werden meistens nur Kleinigkeiten. Oh ja gut, Elektroteile. Kann man ja immer gut verscherbeln hier. Ich würde es wirklich sehr gerne den Überlebenden zuweisen diesmal. Gerade weil die sich so an dem Strom erfreut haben. Ich möchte die Seiten eigentlich nicht gegeneinander ausspielen. Also ich habe Freunde auf beiden Seiten jetzt. Also der Bazar kann mich mal. Wegen einigen Leuten. Und ich glaube, ich kann die auch mal, beziehungsweise die mögen mich eh nicht mehr. Aiden, du hast es geschafft. Wer hätte das gedacht? Tu nicht so überrascht. Oh, ich zieh dich nur auf. Wir treffen uns wieder in der Kantine. Das könnte der Beginn von etwas Großem sein. Licht in der Dunkelheit. Ja, das sind wohl die Erfolge bei Epic. Nein, aber irgendwie fühle ich mich ja schon dank einem gewissen Aether noch den PKs verpflichtet. Aber Aether, der sah für mich ziemlich tot aus. Nun ja. Egal, wir gehen das jetzt beenden und dann hoffe ich, dass wir mal Sidequests machen können. Genau, schön die Tür auf. Geh weg. Man spricht Fremde auf der Straße nicht einfach so an. Ihr kriegt nichts. Ich habe kein Geld für euch. Ja, ich habe jetzt den Gleitschirm, aber ich gehe hier viel zu Fuß. Läuft bei mir, wa? Downtown sagst ja, irgendein Banditenlager wieder, oder was? Stimmt, diese Banditenlager gibt es ja auch noch, aber ich werde mich erstmal um normale Sidequests dann kümmern, wenn ich diese hier erledigt habe. Wir haben ja lange keine Sidequests mehr gemacht. Viel mehr Umspannwerke. Wenn wir sie alle zum Laufen kriegen könnten, das wäre großartig. Strom für die ganze Stadt. Stell dir das vor. Vielleicht erreiche ich ein paar von den anderen. Alter, schön zerhackstückt hier. Na, komm her. Boah, der ist richtig auseinandergeflogen. Wie der ausblutet. Aber es ist echt schön, mal ein bisschen eine andere Gegend zu sehen. Ich hatte das Gefühl, da in unserem Anfangsbereich, bevor wir jetzt hier in die Gegend gekommen sind, sah irgendwie vieles gleich aus. Ah, da ist wieder so ein... Genau, stellen wir uns doch mal hier drauf und... Ja! Ja. Das war nicht schön, aber selten, ne? Pillen! Hä? Ach, da ist der Winde. Ab nach oben! Kantine Fischauge. Hey, Moment mal, sollten wir nicht eh zum Fischauge? Hier bekommst du einfach alles!
Schön, dass ich bei dir alles bekomme, aber ich kann dir wohl die eigentlich, obwohl. Ist das jetzt, wir sollten ja zum Fischauge, das war so unser großes Ziel. Irgendwie kommt mir das hier bekannt vor. Oder? Lawan, bist du da? Lawan? Lawan, bist du da? Lawan? Besser erstmal umschauen. Na gut. Dann sehen wir uns erstmal um. Fragen ein bisschen noch hier. Schon wieder diese Audio-Lags. Ich suche Lawan. Lawan? Wen interessiert schon Lawan? Na mich? Die Lichter sind an. Ja, und das habt ihr mir und Lawan zu verdanken. Seht ihr? Ich habe das Gefühl, manche der Überlebenden sind so undankbar, ne? Ich meine, IPKs? Na, ihr habt es ja gesehen im Verlauf des Spiels. Hey, ich suche Lawan. Weißt du, wo ich sie finden kann? Sie war gerade hier. Gut. Erschreckt die mich einfach. Gut. Was ist das für ein Kasper? Ist er das? Der Gajo, den du meintest? Daniel, ich habe schon viel von dir gehört. Okay. Und du bist, wirklich, was denn? Hey, und ich habe nicht das Geringste von dir gehört. Ja, von dir habe ich überhaupt nichts gehört. Gehen wir zu Frank? Frecher Hurensohn. Ich Alter! Eine abgeschnittene Zunge in den Arsch. Lass es, du Esel. Wovon sprichst du? Dieser Umgangston. Lawans Freunde sind auch meine. Daniel sagt, dass wir die anderen Umspannwerke wieder aktivieren müssen, wenn der Strom fließen soll. Ja, okay. Genau. Endlich kriege ich hier mal ein bisschen Alkohol. Ist da noch? Ich habe öfter gefragt, gibt's hier mal Alkohol oder Bier für mich? Irgendwas? Also. Das Kraftwerk läuft, aber die Kabel sind durch. 15 Jahre Verfall. Ja, die Kabel sahen wirklich nicht mehr fit aus. Untrainierte Muskeln schwinden. Komm, Franks Zimmer ist da drüben. Finden wir raus, warum Morty überhaupt eingeschaltet hat. Gutes Gespräch, Gajo. Pass gut auf dich auf. Eben hat er mich noch einen, ihr wisst schon was, genannt. So. Gehen wir? Eine Sache zu Frank. Siehst du diese Leute? Anderswo würden sie sich wie die Wilden gegenseitig an die Kehle springen. Hier nicht. Hier bleiben sie ruhig, gelassen und gefasst. Wegen Frank. Sie respektieren ihn, weil er ein Nightrunner war. Alle hier schulden ihm etwas. Und ich genauso. Ohne Frank wäre ich jetzt nicht hier. Und wo wärst du dann? Als Beißerin in einer Dark Zone. Oder ich würde mich in irgendeiner Höhle weiter zudröhnen. Frank wird uns helfen. Du kannst dich auch auf ihn verlassen. Vertrau mir. Das will ich doch hoffen. Bereit? Dann los. Ich bin immer bereit. Was eigentlich? Für den Tod des Königs? Ich tue es schon wieder. Immer diese König der Löwen-Zitate. Frank. Sie haben uns abgeschlachtet. Einen nach dem anderen. Wie verfickte Karnickel. Frank. Frank, ich bin's. Wach auf. Du? Was zur Hölle machst du hier? Störst mein Gespräch mit... Ravik ist seit Jahren tot, Frank. Reiß dich zusammen. Du hast Besuch. Und wer ist das? Die verdammte Königin von England? Muss ich jetzt ganz fein tun, oder was? Das ist Aiden. Er hat den GIE-Zugangsschlüssel. Waltz hat ihn benutzt, um den Strom in der Stadt einzuschalten. Einen gültigen GIE-Schlüssel? Du bist scheiße. Zeig ihn her. Naja, das letzte Mal, als ich den Leuten gezeigt habe... Wo hast du den her? Von einem von Waltz' Leuten. Also bist du auch einer von Waltz? Ruhig, Frank. Aiden ist auf unserer Seite. Wir glauben, dass er Daten enthält, die beweisen, was sie im Krankenhaus mit uns gemacht haben. Ah, du willst also immer noch rausfinden, warum Waltz seine Kindheit versaut hat. Na gut, ich sag's dir. Bereit? Ja, weil er ein scheiß Psycho ist. Krank in der Birne. Also dafür hätte ich Frank jetzt nicht gebraucht, um das rauszufinden.
Zufrieden? Aiden, stimmt's? Ja, genau der. Du und Laman könnt mir jetzt verflucht nochmal aus den Augen gehen. Ich habe Wichtigeres zu tun. Und er ist die Respektperson hier? Es hätte funktioniert, wenn der Wichser am Fernsehsender aufgekreuzt wäre. Du hattest recht, Ravik. Verfluchter Verräter. Ohne ihn waren wir wie Kinder mit Steinschleudern, die sich gegen Panzer stellen. Ich fordere jetzt mal Informationen. Wir sind ja noch nicht fertig, Frank. Darauf sind auch Daten über jemanden, den ich suche. Ich muss wissen, wie ich ihn auslesen kann. Das ist ein verdammter Schlüssel, kein Tagebuch. Nimm ihn, um Türen zu öffnen, um den Strom einzuschalten. Aber allein ist er nutzlos. Du musst ihn irgendwo reinstecken. Und bevor ich dir erkläre, wohin du ihn dir stecken kannst, verzieh dich. Du machst mich irre. Ravik, du verdammter Bastard. Warum bist du für diese Mission zurückgekommen? Alles ist schief gelaufen. Er hat ein heftiges Trauma erlitten. Wunderbare Menschen. Ein richtig heftiges. Ich bedränge ihn mal. Ich mach's einfach mal. Eigentlich ist das nicht die feine Englische in so einer Situation, aber naja. Lawan sagt, nur du kannst uns helfen. Lawan sagt viel, wenn der Tag lang ist. Und weißt du was? Das meiste davon ist Scheiße. Sie ist ein Junkie, den ich von der Straße aufgesammelt habe. Verstehst du? Wenn du mir nicht glaubst, frag sie. Sie wird dir alles selbst erzählen. Wow, also dem wäre ich nicht dankbar. Wenn wir es in diesen Stock geschafft hätten. Für diese Kommentare. Scheiße, da war keine Chance. Vielleicht wurde dieser Turm nicht eingenommen und wird es auch nie, verstehst du? Verflucht, wir werden alle krepieren. Und dann ist gut. Dann hältst auch du die Klappe. Ich bedränge ihn mal weiter. Ich bin nicht so weit gekommen, um mich von dir so abwimmeln zu lassen, Frank. Du bist hergekommen, um mit meiner Wenigkeit zu sprechen. Na, was für eine unglaubliche Ehre. Herzlichen Glückwunsch. Du bist ein größerer Verlierer als ich. Und jetzt mach schon, dass du hier wegkommst. Siehst du das, Ravik? Er kann mir fast genauso gut auf den Sack gehen wie du. Halt's Maul! Das heißt nicht, dass du reden darfst. Scheiße, Ravik! Versuch nicht, diesen Verräter zu verteidigen und zu leugnen, was passiert ist. Ich bedränge ihn immer noch weiter. Frank, verdammt! Komm zurück! Verpiss dich, Junge. Und wenn du dich verpisst, dann nimm Lawan mit. Ich bin fertig. Lawan, wir sind hier wohl fertig. Gehen wir. Wards hat mit diesem Schlüssel den Strom eingeschaltet, zum ersten Mal seit Jahren. Und ich glaube nicht, dass er das aus reiner Nächstenliebe gemacht hat. Und dir ist das scheißegal? Frank, reiß dich zusammen. Aiden und ich müssen diese Datenbank finden. Helfen Sie uns? Weißt du das überhaupt noch? Und da gehen wieder die Untertitel und die... Ach, ich reg mich nicht mehr auf. Warum zum Teufel würde Waltz den Strom einschalten? Frag mich nicht. Keine Ahnung. Aber wenn du an die GRE-Datenbank ran willst, dann brauchst du ein Terminal für den Zugriff. Es ist nur... Ich habe keine Ahnung, wo eins sein könnte. Und diejenigen, die es wussten... sind wohl schon lange tot. Aber die gute Nachricht ist, dass wir wahrscheinlich bald genug selbst tot sind. Prost. Und jetzt verzieht euch aus meinem Quartier. Verfluchter Säufer. Ja, aber erst mal selber einen Schluck nehmen. Was zum Teufel? Hörst du das? Verdammt, irgendwas passiert gerade. Schaust du nach? Ich bin direkt hinter dir. Das ist unmöglich! Ich hab sie gesehen! Wo zum Teufel sind die Peacekeeper? An alle Einheiten. Abtrünnige im Zentralring. Ich wiederhole, Abtrünnige im Zentrum. Sie umstellen das Fischauge. Hört mich irgendjemand? Over. Klingt gar nicht gut. Wäre cool, wenn ich vorher nochmal gleich, genau, ich denke, hier an der Stelle machen wir jetzt mal einen Cut, speichern das Ganze
Und im nächsten Part verteidigen wir das Fischauge. Haut rein!